Geburtstage sind ja eine richtig tolle Sache. Ich hatte neulich meinen 40. Geburtstag. Und den wollte ich feiern. Aber wie? Ich habe mal eine Party bei mir zu Hause gemacht und hatte alle eingeladen, die ich kannte. Und dann war das Haus so voll, es war viel zu voll. Da habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Ich könnte ja versuchen, in der Gemeinde zu feiern. Da hat es mehr Platz. Und da habe ich gedacht, oh nein, das ist so viel Aufwand, da muss ich Essen besorgen. Oh, das ist zu aufwendig, mache ich nicht. Dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja einen Männerabend machen. Und dann lade ich nur Männer ein und dann grillen wir und es wird cool und so. Und dann habe ich mir gedacht, ach nee, dann können ja meine Kinder gar nicht dabei sein und meine Frau kann auch nicht dabei sein. Nee, das ist auch doof. Und da hatte ich eine Idee. Ich könnte einen Familiengeburtstag machen. Ein Familiengeburtstag? Fragt ihr euch, was ist denn das? Ein Familiengeburtstag, den habe ich erfunden, das ist wie ein Kindergeburtstag, nur für die ganze Familie. Das heißt, ich habe einfach 4 Familien eingeladen, mit denen wir gerne Zeit verbringen wollen. Und dann haben wir so Kindergeburtstag gefeiert, nur als Familie. Und weil so ein guter Kindergeburtstag auch ein schönes Thema braucht und weil ich mit 40 Jahren ja vielleicht noch nicht alt bin, aber zumindest mal mittelalt, habe ich dem Geburtstag das Motto Mittelalter gegeben. Und dann habe ich alle Gäste eingeladen, wir haben gemeinsam mit den Kindern Einladungen gestaltet und dann kamen die Gäste verkleidet als Ritter und als Burgfräulein und in vielen anderen Variationen. Es war super toll. Wir haben Spiele aus dem Mittelalter gespielt und es war ein richtig schöner Geburtstag. An den werde ich noch lange zurückdenken. Ich habe sogar ein Geschenk bekommen. Habe ich sehr gefreut. Habe ich nicht damit gerechnet. Ein Flug in einem Zeppelin. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Aber das Schönste am Geburtstag, das waren nicht die Geschenke, sondern das waren die Leute, die gekommen sind und die mit mir gefeiert haben. Das hat mich richtig gefreut. Es war zwar ganz anders als so ein Geburtstag, den man normalerweise feiert, wenn man 40 wird, aber es war ein Geburtstag, wie ich ihn feiern wollte. Und es war schön. Und das ist ja auch was Tolles am Geburtstag. Da darf man sich nämlich selbst wünschen, was für Geschenke man bekommt. Und man darf auch einladen, wen man will. Und man darf auch entscheiden, wie man den Geburtstag feiert. Wie würdest denn du gerne deinen nächsten Geburtstag feiern? Wenn du darüber nachdenkst, fallen dir sicher einige gute Ideen ein. Und heute? Heute haben wir Weihnachten. Jawohl, den Geburtstag von Jesus, den feiern wir heute. Ein richtig schönes Fest. Aber dieser Jesus, der war kein gewöhnliches Baby. Maria hat ihn zwar auf die Welt gebracht wie ein normales Kind, aber er war auch der Sohn von Gott. Wir haben es gerade gemeinsam gehört und gelesen. Wir müssen ja gucken, ob ihr aufgepasst habt. Also, Maria war einige Zeit zuvor ein Engel erschienen. Ah, die leuchten jetzt nicht, die winken, das ist auch gut da. Ein Stern, ein Engelstern, sehr schön. Auch Josef erschien eines Nachts ein Engel und erzählte ihm, dass dieses Kind Jesus Gottes Sohn sein würde und dass er Maria zur Frau nehmen sollte. Eigentlich war nämlich das Zuhause von Jesus nicht Bethlehem oder Nazareth auf der Erde, sondern sein Zuhause war im Himmel bei Gott. Und im Himmel bei Gott und bei den Engeln war es natürlich super schön. Und aus irgendeinem Grund hat Jesus sich dann vom Himmel auf die Erde gemacht, um als Mensch bei uns zu leben. Wir alle kennen diese Weihnachtsgeschichte. Aber mal eine Frage, warum hat Gott überhaupt seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt? Wie war denn das damals im Himmel, als sich Jesus auf den Weg zur Erde gemacht hat? Ja, so genau weiß es niemand. Denn es war niemand dabei, der es aufschreiben konnte. Aber ich stelle mir das ungefähr so vor.
So, Joel und Elia, ihr müsst jetzt zu Mama gehen. Ich habe 4 Kinder und das ist unser Jüngster, der Jonas. Stellt euch einfach mal vor, ich wäre Gott, der Vater, und er hier ist Jesus, mein Sohn. Na, wie geht's dir? Geht's gut, ja? Ja? Guckst hier rum, ne? Im Himmel ist schon schön bei den ganzen Engeln, ne? Aber weißt du, wir haben schon öfters drüber gesprochen. Jetzt haben wir den ganzen Himmel und die Erde gemacht. Und die ist ja auch toll geworden, aber die Menschen, die streiten sich immer so viel. Und wir haben ihnen so gute Regeln gegeben. Und sie halten sich gar nicht dran, sie vergessen die fast schon. Ja? Und überhaupt, sie vergessen sogar uns, obwohl wir sie gemacht haben. Mensch, was sind das für Eumel, ey? Ich habe eine Idee. Wie wäre es denn, wenn du auf die Erde gehst, als Kind? Und wenn du denen zeigst, wie sie leben sollen, wenn du ihnen zeigst, wie der Weg in den Himmel ist. Girl, bist du müde, ja? Würdest du ihnen den Weg in den Himmel zeigen? Und würdest du ihnen zeigen, wie sie Frieden mit uns schließen können? Würdest du ans Kreuz gehen und sterben für die Menschen? Ja? Wollen wir es so machen? Nach 3 Tagen wecke ich dich wieder auf. Und dann hole ich dich ab, okay? Alles klar. So ungefähr könnte das gewesen sein. Jesus war damals natürlich noch kein Baby im Himmel. Aber er kam als Kind auf die Welt. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen. So. Jesus kommt hier in sein Maxi-Cosi rein. Natürlich, in echt war er im Bauch von der Maria, ja. Aber irgendwie muss er vom Himmel auf die Erde kommen. Und dann wurde er ein Geschenk an die Welt. Gell? Jetzt lachst du. So, jetzt auf geht's zu Maria in den Bauch. Ich winke, okay? Ist schon ein bisschen eine verrückte Vorstellung. Wahrscheinlich war es in Wirklichkeit nicht genauso. Aber so stelle ich mir das manchmal ein bisschen vor. Denn in der Bibel, da heißt es, in Johannes 3, Vers 16 und 17, Gott hat die Welt sehr geliebt. Und er hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch Jesus zu retten. Jesus ist also ein bisschen so wie das größte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Und weil diese Geburt so wichtig ist, weil es da angefangen hat, deshalb feiern wir den Geburtstag von Jesus bis zum heutigen Tag noch größer als jeden anderen Geburtstag in der ganzen Welt. Und jetzt, heute, dürfen wir hier ein Geburtstagsfest veranstalten, weil wir uns freuen, dass Gott Jesus auf die Welt geschickt hat. Aber wie soll denn jetzt das Geburtstagsfest von Jesus aussehen? Soll er auch eine Motto-Party machen? So zum Thema Winter oder so? Ist doch eigentlich eine wichtige Frage, weil immerhin ist es ja auch sein Geburtstag und es sollte ihm ja auch das Fest gefallen. Als Baby in der Krippe, da konnte er noch nicht so richtig sprechen und konnte nicht sagen, was er will. Aber Jesus ist kein Baby geblieben. Jesus wurde erwachsen. Und dann hat er einiges gesagt, über was er sich freuen würde. Ein ganz wichtiger Satz, den er gesagt hat, steht in Johannes 13, Vers 34 bis 35. Da sagt Jesus: Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
Aha. Man könnte also sagen, Jesus wünscht sich zu seinem Geburtstag, dass wir uns gegenseitig lieben. Neben all den Geschenken, die wir an Weihnachten bekommen, wäre das ein Geschenk, über das er sich freuen würde. Aber wie können wir uns gegenseitig lieben? Hast du mal überlegt? Wie könnten wir denn das zum Beispiel an diesem Weihnachten in unserer Familie machen? Wir könnten uns zum Beispiel bemühen, dass wir an Weihnachten freundlich zueinander sind, selbst wenn wir uns mal über den anderen ärgern. Oder wenn wir uns gestritten haben, dass wir uns vielleicht auch wieder versuchen zu versöhnen. Nach dem nächsten Liedbeitrag, gleich werden die Kinder nämlich ein Lied singen, da habt ihr, alle, die ihr sitzt, die Möglichkeit, mal ein paar Ideen zu sammeln. Und die könnt ihr auf die Geschenke tun und dann Jesus ein kleines Geschenkchen machen. Also ich fände es toll, wenn wir an Weihnachten nicht nur die Geschenke, an unsere Geschenke denken, die wir bekommen, sondern wenn wir auch dran denken, wie wir Jesus eine Freude machen könnten. Schließlich ist es ja auch sein Geburtstag. Amen.